Moin und willkommen zur nächsten Charakter-Review. Wir wollen euch heute Fujitora vorstellen. Bevor wir da aber mehr ins Detail gehen, würden wir uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten abonniert den Kanal, schreibt Kommentare, wir freuen uns über jeden Kommentar und versuchen so gut wie möglich alles zu beantworten, die Fragen, die ihr uns stellt, und werden da natürlich auch weiterhin Content bringen. Es sind viele Dinge geplant, also bleibt dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und dann starten wir auch direkt mal. Mein Fujitora ist auch wieder ein Rainbow Char aus meinem Portfolio. Der ist auf 11 Sternen. Ja, wie gesagt, Skills sind soweit nicht so wirklich gepusht. Ich habe zwei Skills, die ich aktuell auf SP1 oder Level 1 im SP-Bereich habe. Die anderen sind auf Level 3, also noch nicht weiter, noch zusätzlich geboostet. Genau, fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten Skill. Das ist der Skill, den er in seiner ersten und seiner dritten Runde benutzt. Hier greift er ein zufälliges Ziel aus der hinteren Reihe an und verursacht hier 260% Schaden und hat zusätzlich noch mal eine Chance von 40% Schwerkraftbindung zu verursachen. Ziele mit diesem Debuff sind handlungsunfähig und können nicht angreifen. Dieser Status bleibt 3 Angriffe bestehen. Hier steht jetzt nochmal, besteht 2 Runden. Ich denke mal, es wird darum gehen, was zuerst eintritt. Beendet sozusagen diesen Debuff. Ansonsten gibt es auch noch was wirklich sehr, sehr Gutes. Eine zusätzliche Chance, diesen Debuff zu erhöhen oder die Chance darauf zu erhöhen. Und zwar, wenn das Ziel, welches da angegriffen wird, bereits einen negativen Status hat. Denn dann erhöht sich nicht nur der Fähigkeitsschaden um 25%, sondern die Chance, dieses Schwerkraftbindung auszulösen, auch auf insgesamt 70%. Das ist sehr, sehr gut, werde ich aber auch gleich nochmal zeigen in einem Probekampf. Da habe ich auch schon mal einen passenden Gegner ausgesucht, das Ganze auch schon mal getestet, damit man das gleich ganz gut sehen kann. Ansonsten kommen wir ja auch zu seiner nächsten Fähigkeit, das ist seine passive Fähigkeit. Hier wird der Angriff erhöht, momentan bei mir sind es 45%. Ansonsten werden die Lebenspunkte um 20% erhöht und die kritische Trefferchance. Das ist sehr, sehr gut, das ist bei mir immer etwas, worauf ich ein Augenmerk habe, denn das löst bei mir immer aus, dass ich die Charaktere, die eben über die Passive nochmal Crit-Chance bekommen, dort dann auch die Crit-Schaden-Relikte nutze, um einfach nochmal mehr Crit-Schaden zu verursachen und den Schaden insgesamt ein bisschen zu pushen. Genau, ansonsten kommen wir auch schon zu seiner Ulti, die ist sehr, sehr gut. Hier greift er alle Gegner an. Der Schaden arbeitet so ein bisschen damit, wie viele Debuffs bereits auf den Gegnern, die angegriffen werden, vorhanden sind. Dadurch wird da die Verteidigung des Ziels noch mal ein bisschen ignoriert und pusht damit dann auch noch mal so ein bisschen den Schaden. Was sehr, sehr gut ist, sieht man aber auch gleich noch mal, glaube ich, in dem Kampf ganz gut. Genau, ansonsten kommen wir zu seiner zweiten Passiven, die ist eigentlich so das Nonplusultra an ihm, denn damit ist es so, dass jede Runde ein neuer Effekt ausgelöst wird, beziehungsweise einer von zwei Effekten. Denn entweder wird das gesamte Team oder die Geschwindigkeit des gesamten Teams um 80 erhöht und zusätzlich die Chance, Angriffen auszuweichen um 10%, oder aber der zweite Effekt ist, die Geschwindigkeit des gegnerischen Teams, beziehungsweise von zwei Charakteren aus dem gegnerischen Team wird um 80 gesenkt, zusätzlich aber auch die Genauigkeit um 10% bei den Charakteren mit dem höchsten Angriff. Das ist ganz gut, damit kann man das gegnerische Team sehr, sehr gut schwächen, wenn man Fujitora spielt. Das wird man aber auch gleich nochmal genau sehen, wenn ich dann eben in diesen Kampf gehe. Genau, ansonsten ist erstmal nicht so viel zu sagen. Auch hier habe ich wieder das Gear meines Wano Blackbeards genommen, beziehungsweise New World Blackbeard. Auch wieder mit den roten Runen, den Königsrunen, mit Heroisch 3, Combo 3 und Heftig 3 und Raserei 3. Und auch hier spiele ich die Crit-Schaden-Relikte, um eben den Crit-Schaden zu pushen. Mein Fujitora beläuft sich momentan auf 46% Crit-Rate, das wird aber nochmal durch verschiedene Dinge erhöht, wie dem Schiff und seiner Passiven. Damit kommen wir dann auch schon direkt mal zu dem Kampf gegen den Spieler, den ich herausgesucht habe. Kleinen Moment. Und zwar ist es dieser hier. Genau. Hier sieht man das schon mal ganz gut. Ich senke mal eben die Kampfgeschwindigkeit.
Genau, hier sehen wir direkt mit seiner ersten Attacke hat er den Gegner schon mal seinen Krokus genommen. Genau, und hier sehen wir auch sehr gut schon die zweite Passive von Fujitora. Er hat seine eigene Geschwindigkeit um 80 erhöht und seine Ausweichchance um 10% erhöht. Genau, deswegen hat er wahrscheinlich auch gerade den Angriff von Zoro. Erstmal ist er diesem ausgewichen. Gut, jetzt hat er natürlich einen Speeddown bekommen, deswegen sind die Gegner zuerst dran. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, so dass er, wenn er jetzt gleich seine Ulti einsetzt, wahrscheinlich sogar das ganze gegnerische Team schon besiegt. Ja, genau, das ist auch... Ah, okay. Aber durch die Combo 3 Rune hat er hier auch dann nochmal die Chance, den Rest auch noch zu machen. Genau, wir sehen hier, mit 2,36 Millionen Schaden ist er da wirklich schon sehr, sehr gut reingegangen. Wir haben hier einen Team aus Red Chars, die natürlich jetzt nicht Rainbow sind. Gut, dafür war Fujitora alleine, hat es aber komplett in zwei Runden gemacht. Das zeigt aber auch nochmal, Fujitora ist wirklich ein Charakter, den man sehr, sehr gut spielen kann in verschiedenen Modi. Ob man ihn jetzt in Arena spielt, gut, da habe ich ihn jetzt nicht mit drin. Aber dadurch, dass ich halt ein volles Yongo-Team spiele, ansonsten nutze ich ihn aber immer wieder bei Abteilung-Match oder auch beim X-Server, da habe ich ihn eigentlich als feste Größe mit drin. Auch wenn jetzt gerade nicht beim letzten Mal, aber ansonsten nehme ich ihn eigentlich immer gerne mit durch seine passive Fähigkeit, wo er einfach ein sehr, sehr guter Charakter ist. Für viele andere Bereiche kann man ihn auch sehr, sehr gut nutzen, gerade dann, wenn man ein Mixed-Team spielt, ist er wirklich sehr, sehr gut. Hilft er also in Festung, Instanz, weniger wahrscheinlich, weil es da eben gegen Single-Target-Gegner geht und mit seiner Ulti ist er da eben eher der, der alle angreift. Und verursacht da dann auch wirklich sehr, sehr guten Schaden, je nachdem, wie hoch man ihn spielt. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Charakter, DPS, wahrscheinlich DPS-Support-Charakter, dadurch, dass er eben diese Passive hat, in der er die Geschwindigkeit nochmal ordentlich pusht. Das Ganze wird in den SP-Stufen auch nochmal deutlich erhöht. Also es lohnt sich wirklich, ihn da zu pushen und gerade wenn man ein Mixed-Team spielt, bietet sich das einfach an, ihn dort mit reinzunehmen. Gerade jetzt mit den Legend Chars kann man ihn da auch einsetzen, auch wenn es natürlich die UR Chars, wenn da nichts drüber geht, aber ansonsten ist er auf jeden Fall für Mixed Teams eine Option. Und je nachdem, wie viele UR Chars man hat, ja, kann man Fujitora auch wirklich immer noch sehr, sehr gut spielen. Aber ansonsten ist er für die Bounty Pirates Spieler eine echte Option und ja, wirklich gut farmbar. Also gerade dadurch, dass man ihn relativ häufig zieht, ist er eine feste Größe, mit der man rechnen kann und sollte deshalb ja fast in keinem X-Server-Team fehlen. Auch wenn ich ihn jetzt gerade vielleicht nicht mit drin habe. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr guter Charakter. Ja, ansonsten war es das dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch immer gerne ein Abonnement, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn wieder neue Videos kommen. Deshalb, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.